Hallo Leute, willkommen zu einem Video. Wie ihr vielleicht auch erkennen könnt, handelt es sich hier nicht um eine Laterne, sondern um ein Fliegen, Insekten, Stromschlag, Killer, wie auch immer, von der Firma Duramax, vom Hersteller. Es ist aus Kunststoff hergestellt, auf jeden Fall, hier außen alles. Und ihr seht, ihr könnt auch da jetzt nicht mit dem Finger rankommen. Da gehen die Fliegen rein. Drin habt ihr eine Leuchtstoffröhre, also eine Leuchtröhre, die ihr vorher einbauen müsst. Ich zeige euch auch gleich wo und wie. Und das geht ganz einfach. Also ich habe 5 Minuten gebraucht, nicht einmal. Dann haben wir hier oben an der oberen Seite einen so Henkel, womit ihr das dann irgendwo aufhängen könnt. Links herum ist auch nichts weiter. Es gibt hier keinen Ein- und Ausschalter. Der ist einfach nur, wenn ihr eine Steckdose reinsteckt, dann läuft das Teil. Was ihr noch bekommt, ist hier einmal die Bedienungsanleitung und hier noch einmal erklärt, wie ihr die Lampe auswechselt, also wie ihr da auch die mitgelieferte Lampe einbaut, einmal auch auf Englisch. Ich würde sagen, ich stecke das jetzt hier einfach mal raus, damit ich euch das mal ein bisschen zeigen kann. Ich möchte ja kein Risiko eingehen. So, dann schauen wir uns das mal an. Wie ihr seht, hier drin ist die Röhre, die Lampe verbaut. Die lockt natürlich diese Fliegen an. Und hier auf der unteren Seite habt ihr noch einen Auffangbehälter. Also wenn ihr da drauf drückt. Und auf der anderen Seite, dann kriegt ihr den raus. Und hier landen dann die toten Fliegen. Ihr könnt das dann einfach ausleeren. Um jetzt hier die Lampe einzubauen, müsst ihr dazu einfach diese zwei Schrauben hier lösen, links und rechts. Dann habt ihr hier den Bereich hier frei und kommt mit der Hand so weit rein, damit ihr dann auch die Lampe drinnen reinschrauben könnt in die Fassung. Es ist eine E27 Fassung. Also dürfte es kein Problem sein, wenn man die Röhre, das Leuchtmittel also kaputt ist, defekt ist, könnt ihr das auch leicht wieder neu beschaffen und einbauen. Das war vom Einbau her. Viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Der Verbrauch liegt auch hier bloß bei 20 Watt. Und das finde ich eigentlich noch in Ordnung für die Größe. Und ja, und das hält auf jeden Fall die lästigen Fliegen weg und das ist schon mal was. Hier drin seht ihr auch hier den Metallrahmen, also Metallgitter, wo dann die Fliegen eventuell berühren. Und da seht ihr auch schon hier die Stromkabel, die führen direkt ans Gitter. Und das verpasst dann den kleinen Fliegen und Insekten einfach einen Stromschlag, die dann sofort auch tot sind. So sind mal wenigstens die lästigen Viecher los. So, das war's eigentlich von mir für das Gerät. Ist eigentlich selbstklärend, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen hier im Video, damit ihr das sehen könnt, wie so ein Teil hier ausschaut. Und vielleicht habt ihr auch daran Interesse und braucht auch so ein Gerät. Ist ohne viel zu viel Schnickschnack, einfach zu bedienen auf jeden Fall. Eine Aufhangvorrichtung, was will man mehr? Super. Einmal frei und das war's von mir. Und ich freue mich, dass ihr dazu gesehen habt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.